Moin, ihr Baggerluten. Jill und Parker. Hey, das klingt ja auch ein guter, wie so ein Name so. Jill Parker. Hey, ich bin Jill Parker. Sind auf diesem Schiff immer noch, sind jetzt weiter quasi bergab gegangen. Wir sind jetzt, aha, Mann. Okay, jetzt können wir das hier auch mal sehen, wie das aussieht. Alter, das ist fies mit Gängen hier gleich. Das ist ein Raum, dann haben wir hier, das wird interessant und spannend. Wir müssen halt da hinten jetzt irgendwie versuchen, den Strom wieder anzuschalten, dann die Schotten dicht machen, Maschinenraum an und... Eieiei. Bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Das klappt oder ob wir hier... Das sind mir zu viele Lüftungsschächte, im Ernst. Die Schächte sind nicht gut. Oh, Munition. Und Heilung. Sehr gut. Finden wir toll. Mögen wir. Hier kommt was raus. Ja, die 46% tatsächlich. Was ich in der letzten Folge gefragt hatte. Die sind hier immer noch. Wie gesagt, ich bin sehr gründlich, was das betrifft. Oh, das mit dem Wasser gefällt mir halt mal so gar nicht. Das Wasser steigt. Los, uns bleibt keine Zeit. Oh, hier wird so viel gleich rauskommen. Da war was. Hallo? Dein Ernst? Ah, wenn ich das nicht sehe, ist das richtig kacke. Hilfe, 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 Hilfe. Wo ist es hin? Hab es gefunden. Wie bitte? Ja, können wir ihn das erledigen? Oh, 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 wo ist es hin? Sag nicht, es ist hinter mir. Ich sehe es, du musst schießen. Oh, wie soll ich denn das anstellen? Yay! Okay. Schnell eine andere Waffe. Nachladen, laufen, nachladen. Hilfe! 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 Alter. So, es müsste doch wieder kommen. Jede Sekunde, da. Weiter. Ist es hin? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich war, irritiert. Ich dachte, das wäre so eine Medaille. Ich glaube, die gibt es eh nur im Multiplayer. Kann das angehen? Druckgewehr, Moon! Ich würde im Wasser fernbleiben. Wir laufen gerade ausschließlich durch Wasser. Sehr gut, Parker. Au! Der Dampf würde mich bei lebendigem Leib garen. Okay, wir müssen den ausschalten. Alles klar. Wenn du mir nochmal irgendwie sagst, wie? Da ist ein Zahnrad im Nebenraum. Da ist noch das andere Ding. Ach, dein Ernst jetzt? Du hast das doch gerade von mir gesehen, Kollege. Ich habe das Gefühl, ich bin mit einem Haufen Idioten unterwegs. Ist hier ein Teil drin? Ich glaube nicht, ne? Oh, aber da flutscht doch gleich was raus. Oh, das gefällt mir alles nicht hier. Das ist alles ganz, ganz... Vor allen Dingen, warum ist hier so ein Gang? Wofür zur Hölle so ein Treppenlift? Das kann ja nur irgendwas Blödes bedeuten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ah, jetzt kam der von der Seite. Scheiß die Wand an. Oh, jetzt ist er hinter mir. Weißt du was? Was hältst denn du davon, wenn wir laufen? Ist das eine Idee? Wollen wir das mal so machen? Hinter dir.
Okay, ein guter Treffer reicht, dann ist er hin. Gescannt. Treffer. Versenkt. Haha, danke für die Schruck-Munition. Was haut denn der jetzt ab hier? Alter Finne. Alter Finne. Wir sammeln ein. Wir sammeln Dinge ein und gucken. Ich bin aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich bin aufgeregt. So, okay, können wir nicht einsammeln. Gut. Ich würde mal behaupten, wir gehen erstmal hier lang. Okay. Könnten wir hier hoch rein, theoretisch? Nee. Wir könnten da vielleicht aber nachher wieder durch und weg und raus und so, aber nicht hoch anscheinend. Nicht mal mit seiner Hilfe. Okay. Okay. Wir haben den Maschinenraum gefunden. Anmachen. Dieses Gerät ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht. Warum zur Hölle funktioniert es nicht? Ich sehe da doch irgendwie so eine Schlüsselmechanik oder irgend so ein Stuff. Was soll denn das schon wieder? Oh Mann. Okay, damit könnte ich das vielleicht. Ich nehme erstmal kurz das hier. Und vielleicht lese ich mir nochmal durch, was da steht. Könnte vielleicht hilfreich sein. Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Keygang gelöst und jetzt strömt Dampf heraus. Ah, kennen wir, sind wir schon verbrüht. Der Dampf ist kochend heiß, man muss sich also etwas einfallen lassen. Hätten wir denn nicht einfach durchtauchen können? Um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf die richtigen Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus der Leitung. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A vor dem Frachtraum, B Maschinenraum oben, C Maschinenraum unten. Okay, A Frachtraum, B und C sind Maschinenraum oben und unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür an einer anderen austritt. Beachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Okay. Dann werde ich das mit dem jetzt erstmal auf. Auf. Jetzt auf C. Nee, das bringt jetzt leider noch nichts. Nochmal. Ach geil, mehr kann ich nicht machen, oder was? Okay. Und jetzt kann ich hier aber auch nichts machen. Hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Aber da komme ich doch gar nicht okay. hin. Okay, ich mach das. Nichts funktioniert. Ich komme da doch nicht hin. Hier komme ich doch nicht vorbei. Oder kann ich hier ins Wasser? Nee. Oh, sag nicht, ich muss jetzt einmal wieder allein. Ich muss alleine zurück. Und wenn ich alleine zurück muss, natürlich werden da gleich ganz, ganz, ganz viele kleine Freunde auf mich warten. Das weiß ich doch jetzt schon. Da flutscht doch gleich einer wieder raus. Da oben kommt der gleich raus. Bin mir relativ sicher. Schnell, 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 schnell. Laufen. Nimm die Beine in die Hand, Mädchen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Jetzt bin ich hier unten. Okay, jetzt komme ich hier unten aber schon mal durch. Oh Gott, warte mal. Ist hier was drin? Okay, noch nicht. Okay, wieder ein Ding hier. Spezialzubehör. Oh, ich will nicht. Ich kann mir echt vorstellen, dass hier gleich irgendwo was ist. Das sieht doch schon wieder danach aus. Ach, Mann. Was mochte ich nochmal an solchen Spielen? Ey, Karte. Untere Innenräume aufgenommen. Gut. Wenn ich vorhin schon eine Karte für das Schiff gefunden habe, warum waren die denn nicht gleich mit eingezeichnet? Wo steckt denn da der Sinn hinter? Naja, gut, was soll's. Okay. Wir haben hier noch, das kann man jetzt so blöd sehen. Da sind wir. Wir haben hier noch einen Nebenraum. Das heißt, wenn wir hier rauskommen, müssten wir mal rechts lang und da mal reingucken. Und dann hier vielleicht. Ja.
Okay, sonst ist hier... Jetzt nicht, dass ich hier noch was anderes irgendwie vergessen habe. Was ich nicht gesehen habe, weil ich in dem anderen war. Nee, scheint mir nicht so. Guti. Weiter. Würde ich sagen, für diese Situation nehmen wir dann mal wieder das Gewehr eben. Ah, und da kommt das Zahnrad rein. Ey, da hinten ist auch was Cooles. Oh, nö. Ach, die kann man von hier oben sogar fast relativ gut sehen. Fischis! Warte mal. Komische Fischis! Komische Fischis, dafür reicht aber auch Pistole. So wie ich das jetzt schätze. Eieiei. Was haben wir denn da? Schruckgewehrmoon. Dürfen wir direkt mal nachladen. Mehr passt nicht. Dann nehmen wir nochmal wieder die Pistole. Ja, ja, das Zahnrad. Das haben wir schon gesehen. Das ist quasi da, wo wir zuerst nicht durchkamen, weil wir uns da verbrüht haben. Dann kriegen wir das Ding hier. Oh, das sieht auch schon ein bisschen aus wie von der Vault. Ne, eine Vault, aber noch ein bisschen anders. So, hallo. Alter, Alter, schnell, 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 schnell. Ja, hier, komm. Einer hat gelangt. Wo ist ein anderer hin? So. Ah, das ist gut für meine Präzision gewesen. Obwohl ich die eigentlich hätte vorher nochmal scannen können, aber... Nun, was soll's. Ich bin hier ganz vorsichtig. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich was nicht sehen kann. Oh, jetzt, ja, jetzt trifft der Sack auch noch. Verdammt. Ich konnte hier gerade irgendwo was einsammeln. Ich konnte hier doch gerade irgendwo was einsammeln. Halt, warte. Fischi! Oh, Dr. Fischi, warum tust du das mit mir? Töte es! Töte es! Mit Feuer! Es lebt noch! Aber, sag nicht, die Dinger spawnen jetzt immer wieder. Ich habe hier doch gerade noch was gesehen gehabt. Hier im Wasser war doch gerade noch irgendwo was. Warte, Schrubflinte, schnell! Schrubflinte! Alter. Da bist du, Baby. Komm ran. Hab dich. Tick, du bist dran. Wie hast du das überlebt? Heieiei. Oder ist hier noch so ein Teil? Oh. Ey, mir geht die Pumpe. Mir geht total die Pumpe wegen so einer Kacke. Und hier war vorhin eben gerade noch was. Ich habe da doch eben gerade schon was gesehen gehabt. Oder habe ich mich da? Da habe ich mich wohl, ne? Ich kann mich auch gar nicht hier richtig ausdrücken. Hilfe. Okay. Genau, da war das eine Objekt. Nochmal Schruckgewehrmunition, das freut mich natürlich. Ah, F4, lass mich mal gucken. Ja gut, da würde ich auf die andere Seite irgendwo langkommen, wenn ich das richtig sehe. Würde ich wieder in diesen Hauptraum kommen und das wollte ich ja ursprünglich auch. Wohl, wenn ich hier zurückgehe? Ich glaube, ich laufe tatsächlich einmal kurz nochmal. Ich gucke mir das hier noch einmal schnell an. Hier sehe ich nichts. Eieiei. Okay, das ist ein einzelner Raum. Schnell gucken. Okay, ich sehe hier nichts Gefährliches gerade. Ich sehe was Gefährliches. Ah, hab dich. Das war's schon, ne? Abgeschlossen. Hab was gefunden gehabt. Gut, dass ich... Oh! Waffe wechseln? Moment mal eben. Aber mit welcher denn jetzt? Ich will eigentlich alle gerade behalten.
Oh, das ist... Ich brauche eine Waffenkiste. Shit. Für die haben wir nicht so viel. Und die hätte auch noch gut Platz. Ja, pass auf, dann wechseln wir mit der. Aug aufgenommen. Waffenwechsel. Wenn Sie die Waffe wechseln, steht die automatisch in jeder Waffenkiste zum erneuten Einsatz zur Verfügung. Die Standorte der Waffenkiste werden im in der Karte im Menü angezeigt. Okay, steht sie automatisch in jeder Waffenkiste zum erneuten Einsatz zur Verfügung. Okay, das heißt, wir haben diese Waffe jetzt fest. Aber warte mal eben. Im Ernst? Die kann ja fast nichts fassen, das ist ja... Aber die wird wahrscheinlich viel mehr Damage machen, ne? Für den Fall der Fälle könnten wir hier wieder zurücklaufen, ne? Also für den Fall der Fälle können wir zurücklaufen und die nochmal einsammeln. Okay. Ich traue hier niemanden mehr, ne? Oh! Aufnahme hat 16 Minuten und 8 Sekunden gedauert. Ich habe raufgeguckt. Ah, ein Running Gag, den das Schicksal sich mit mir erlaubt. Einfach mein Leben. Passiert häufiger, dass ich irgendwie um 16.08 Uhr auf die Uhr gucke. Eine Digitalanzeige. Müsste ich da eigentlich hin? Schockgranate. Lass mal gucken, dass wir die... Schade, ich hätte gehofft, wir hätten eine BOW-Waffe da. Halt, was war das denn? Gewehrmunition, okay, hier hätten wir nochmal Gewehrmunition. Will ich hier schon lang? Ich glaube, das will ich noch nicht. Ich glaube, ich gehe erst einmal kurz hier rein. Hier ist auch so ein Ding wieder. Schon hallo. Okay, ich hab's jetzt. Super. Okay, jetzt haben wir auf B. Bedeutet, da unten ist wieder. Das ist gar nicht schlimm. Ich bin jetzt quasi für dich einmal diesen langen Weg gelaufen. Munitionskiste MG. Aber das war doch jetzt wieder was anderes, oder nicht? Ja, das war er hier jetzt wieder. Okay, F. Zum Vorlesen oder Nacherzählen. Memo aus dem Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. Zwei Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege. Du weißt schon, wohin? Nein? Mann, du musst wirklich mal einen Zahn zulegen. Dein Ernst? Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Da hast du sogar recht. Ich brauche den Schlüssel. Da hast du recht. Und wir wissen auch, wo der ist. Und wir sind sogar relativ in der Nähe davon, glaube ich. Oder? Meine ja. Nur ein bisschen zurück. Nichts funktioniert. Ist jetzt die Frage, warte mal, wäre das hier jetzt auch in Ordnung? Oder hätte ich auch den... Oh ne, jetzt bin ich schon wieder hier. Ja. War blöd. Müsste jetzt... Wo war ich denn gerade? War ich in dem Raum hier? Würde ich von da hinten rankommen? Nein, wir sind... Ich muss nochmal... Scheiße, ich muss nochmal hier hinten hin zurück. Und jetzt werden hier gleich ganz viele Sachen sein. Ich weiß das doch schon. Ich mag das nicht. Lass mich in Ruhe. Bitte, 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 lasst mich in Frieden. Ihr Viecher. Lasst mich in Ruhe. Ich hoffe, hier ist nichts. Huch, da oben ist ein Customization Kit. Wie komme ich da denn ran? Und warum ist das denn jetzt noch? Ich hätte gedacht. Verdammt mich eins. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Und da oben dieses Customization Kit will ich haben. Wie komme ich denn da ran? Ach, ich. Ich vergesse auch immer die Leertaste. Wie komme ich denn da oben hoch? Runterschießen kann ich das ja auch nicht, oder was? Nee. Nicht möglich. Dafür habe ich aber gut Munition verschwendet. Da oben irgendwie vielleicht? Das wäre ja auch Unsinn. Wie komme ich denn da ran, Mensch?
Lüften. Überall sind hier diese Lüftungsschächte offen. Das gefällt mir gar nicht. Die großen und die kleinen. Also. Deutete das jetzt, welcher keine Power hat? Dann müssten wir gucken, dass wir auf A kommen. Der Raum ist immer noch voller Dampf. Versuchen wir es. Die beiden müssten jetzt an sein, ne? Ja, richtig. Die beiden sind an. Und dann ist der da unten aber jetzt aus. Will ich doch meinen. Bin ich der Rätselkönig? Habe ich Ahnung? Kenne ich die Tricks? Kennen wir die Tricks? Haben wir es hingekriegt? Ja, haben wir natürlich. Oh Gott, hier könnte jetzt alles Mögliche wieder drin sein. Ah, hallo? Okay. Schockgranate. Nee, kann ich das abbrechen? Ja, kann ich. Wo ist denn jetzt das? Da ist das. So, Schruckgewehrmunition. Okay, so, jetzt dürfen wir das machen. Ja, ich dreh doch schon. Und jetzt haben wir es auf ganz aus. Ich glaube, das ist gut. Oh Gott. Und ich will da oben an das Ding rankommen. Aber wie? So, nimm das Zahnrad mit. Okay, es wird gespeichert. Leute, ich habe Angst. Aber wie es jetzt weitergeht, ich glaube, das erfahren wir auch tatsächlich erst in der nächsten Folge. Oh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.